Hey Leute, also wir sind gestern angekommen in Brake. Das ist 45 Minuten von Bremen entfernt. Da wohnen meine Tante, Cousine, alles etc. Also wir sind hier bei Ende dieser Woche. Dankeschön. Wir sind hier, weil Ende der Woche meine Cousine heiraten wird. Und ja, dankeschön, dass es lauter wird, ey. Ja, am Freitag wird es halt standesamtlich sein und es wird aber halt diese afrikanische Tradition. Und dann Samstag ist dann die kirchliche Trauung und danach am Abend die Party. Und ja, ich nehme euch einfach mal mit, damit ihr mal sehen könnt, wie das so in der afrikanischen Kultur vorangeht, was da abläuft, wie es da so zugeht einfach. Genau. Und ich bleibe bis Donnerstag einschließlich, denke ich, ungeschminkt. Lass dann meine Haut so atmen. Einfach so ein Dutti macht. Und einfach so ein Turban. Ja. Leute, wie findet ihr die Jacke und die Farbe? Echt zum Poppen hier. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Farbe findet. Schulsachen kaufen wir gerade ein für die Kleinen. Und ja, das war es eigentlich. Mehr gibt es hier leider nicht zu sehen. Hier ist schon die Halloween-Abteilung. Ich meinte zu meiner Schwester, sie soll immer eine Maske anprobieren und so sieht's aus. Es ist so hässlich, einfach nur hässlich. Sie fühlt sich. So Leute, wir sind jetzt im DM. Rossmann. Rossmann sind wir. Wir haben uns von Teddy so eine... Kannst du mal aufhören? Maisgebäck. So ein Maisding geholt. Soll so gut schmecken. Dann habe ich noch Esspapier geholt. Old Child hat. Bin echt gespannt, wie es mir wieder schmeckt, ey, ganz ehrlich. Ja, die chillen ein bisschen, ansonsten gibt es hier eh nichts. Oh Leute, guckt mal. Die sind voll hässlich. Können die beißen? Nein. Guck mal, möchte gern Gangsterin. Ey, sie saugt gerade Nektar, ne? Wo denn? Ja, sie saugt Nektar. Bam, bam. Ja, die mal, der. Nein. Es sind voll viele hier. Nein. Ja, Mathe. Na klar. Beste Nektar, was die kriegen. Die genau. Oh, Brada. Okay, jetzt kommen Mücken und das ist nicht mehr lustig. Hier ist einfach ein Pflaumenbaum. Komplett voll. Ich dachte mal, früher Patrizia ist 28 oder so. Übertreib dein Leben. Ja, alles klar. Ich dachte mal 29. Sarkasmus. Ist doch. Aber 29. Das ist ja 29. Am ersten Tag, ich dachte 29, Patrizia. Ich dachte, du hast so zwei Kinder und so. Du hast so aus, so ein bisschen so. City-Stadt in Klammern. Wo halt da Zimmermann ist und ein bisschen andere Stores als gestern. Und ja, mal gucken. Wir laufen jetzt gerade hin. Und wie ihr sehen könnt, bin ich hier immer noch auf Chiller-Modus. Hab jetzt hier, das ist mein Outfit of today. Vorhin war da irgend so ein Vieh auf meiner Hand und ich musste voll schreien, ey. Gott, ey. Egal. Also wenn wir angekommen sind, dann zeige ich euch mal, wie es da aussieht. Ich bin auch gespannt. So. Da gehen wir jetzt hin. Ansonsten, ja, sind hier mal ein paar Läden. Irgendwo da in der Ecke ist Aldi. Genau da. Ja, kaufen noch ein paar Sachen ein wegen Hochzeitsvorbereitung. Ansonsten war es das schon. Leute, ihr glaubt das nicht, was wir in Zimmermann gefunden haben.
einfach eine ganze Tüte voll mit Lay's Chips, die einfach 50 Cent kosten. 50 Cent. Also, wenn das kein Schnäppchen hier war, ne? Probe. Die sind noch ein bisschen shy, Leute. Ihr werdet sie an dem großen Tag Real Life sehen. Da ist der Bräutigam. Den werdet ihr auch erst in Real Life sehen. Was laber ich? Die werdet ihr am Freitag und am Samstag sehen. So, wir sind gerade bei den Verlobungsvorbereitungen und am Ende werde ich euch das Endergebnis zeigen. So läuft es immer ab. Erstmal alles aufbauen, viel Arbeit und dann am Ende genießen. Was die Familie alles nicht tut. Aber wir machen das ja gerne. Irina, du bist falsch, Mann! Zeig mal jetzt wieder auf, Mann. Ist immer noch so. Oh,
Heute ist ja der Tag der traditionellen afrikanischen Verlobung. Und wie ihr schon sehen konntet, habt ihr ein bisschen gesehen, wie es abläuft. Jetzt warten wir, also jetzt läuft es so ab, dass der Bräutigam hat eine Liste bekommen, quasi wie eine Quittung, wie eine Rechnung. Und er muss halt von den allen Sachen, was auf der Liste steht, muss er quasi der Braut hier das überreichen. Und wenn er zum Beispiel eins der Dinge nicht hat, muss das gegen Geld quasi austauschen. Und dann, wenn das vollendet ist, denke ich, wird dann die Braut hergeführt, die zukünftige. Und dann muss sie auch nochmal quasi freigekauft werden. Viel Spaß! Sie bringt schon die Sachen von der Liste hoch. Die kommen. Hallo. So Leute, so bin ich heute geschminkt. Auf Today, ich habe heute Sneaker an, wenn ihr sehen könnt. Die. Und einfach eine kleine Tasche. Und ja, jetzt wird es gleich losgehen. Aber ich bin so zufrieden, ich habe einfach so Highlighting these moments. Schau, ihr versteht mich, ja? Ich denke schon. Mas
Toujours à penser comme un, et au bout des lames, on a pu s'en.